Kategorie davon sind Verbrennermotoren. Die nennen wir so trivial. Und ich erzähle euch ein bisschen was darüber. Eigentlich nur so ein bisschen Grundlagen, weil ich an Tag X vor einiger Zeit feststellen musste, dass manche Menschen gar kein Wissen dazu haben, wie das überhaupt funktioniert. Das ist eine Hexenmaschine, kommt Benzin rein und unten kommt Kraft raus. Ja, es wird auch noch warm dabei, das kriegen die Leute dann auch noch hin. Das hat wohl was damit zu tun, dass Benzin brennt, aber viel weiter geht's dann auch nicht mehr. Und laut, manchmal wird es auch laut. So, ja, genau. Wärmekraftmaschine, klingt irgendwie komisch, ist ein Verbrennungsmotor. Laienhaft Wärmekraftmaschine nutzt thermodynamische Effekte aus, um aus dieser Verbrennung dann tatsächlich Kraft zu gewinnen. Denn so ohne weiteres geht das nicht. Der Effekt, den wir da kennen, ist so, Luft dehnt sich aus, wenn warm wird und so. Das ist ganz toll. Gleichzeitig kommt dann noch zu, dass Gase mehr Raum einnehmen als ihre Flüssigkeit, also flüssigen Vorpartner vor der Oxidation und so weiter. Ja, das ist ganz wichtig. Dann gibt es natürlich, aufgrund ist falsch, aber egal, ganz viele Rechtschreibfehler, die man alle behalten darf. Es gibt ganz viele verschiedene Motoren. Der typische Motor, den jeder kennt, ist so ein einfacher rein Kolbenmotor, Zylindermotor irgendwie im Auto oder Einzylindermotor im Rasenmäher oder ähnliches. Dann gibt's den anderen typischen Motor, den eigentlich jeder kennt, das ist so die Flugzeugturbine, eine Kerosinturbine, Gasturbine, die man üblicherweise doch schon noch kennt. Dann kennen manche wahrscheinlich noch den Wankelmotor. Das ist dann meistens nur so, weil man den Namen kennt und gar nicht mehr unbedingt weiß, was das damit auf sich hat. Manche wissen doch, das ist irgendwie dreieckig oder so. Genau. Ja, das ist so das Große. Diese ganze Tatsache, dass es diese ganzen verschiedenen Motoren gibt und nicht nur den einen Motor, liegt daran, dass man die in verschiedenen Orten einsetzt. In Schiffen, in Flugzeugen, in PKWs und so weiter. Die haben verschiedene Ansprüche. Ein PKW will schnell sein, das heißt, der Motor soll nicht zu groß sein, der soll aber auch viel Leistung liefern. Bei einem Hubschrauber ist das nicht besonders schwer, das heißt, geringes Gewicht der wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte, aber auch viel Leistung. Bei Motorrädern auch üblicherweise. Da verzichtet man dann auf Langlebigkeit, das will man wiederum bei Generatoren und Schiffen haben. Das heißt, viele, viele verschiedene Motorkonzepte wurden auf bestimmte Ziele entwickelt, um das Ganze so hinzukriegen, dass man dann auch wirklich lange was davon hat oder überhaupt die Funktion erreicht, die man ganz gerne möchte. Das funktioniert ja geil. die Kolbenmaschine, die wir so kennen, hat ihren Ursprung im Grunde genommen in der Dampfmaschine. Und das liegt schon ganz schön lange her. 1712 in etwa wurde die Dampfmaschine als Kolbenmaschine entwickelt. Und seitdem wird die Kolbenmaschine weiterentwickelt. Immer weiter bis 1876 dann Herr Otto den Verbrennungsmotor entwickelt hat, der dann statt Dampf Benzin und Luft einspritzt und die da drin verbrennt und dann die Ausdehnung dieser Gase nutzt. Kurz danach kam dann Rudolf Diesel und hat den Dieselmotor entwickelt, der auf einen Punkt verzichtet, der einen Benzinmotor sehr aufwendig und komplex macht. Und dann gab es noch eine andere Technik, die Turbine. Da hat so ein Italiener um 1500 eine ganz tolle Idee gehabt. Der hat sich, ich weiß nicht, das kennt jeder, die Kugel mit dem Feuer unten drunter, die irgendwie zwei Rohre drin hat und die sich dann drehen soll. Er hat die Maschine, glaube ich, tatsächlich nie gebaut. Aber er hatte die Idee, wie immer, so eine Turbine zu bauen. Welcher Italiener? Da Vinci. Was? Das war doch so eine Frage. Gut. So viele Gitarren. Und dann hat es bei diesem Konzept, obwohl das so früh schon in der Idee existierte, trotzdem verdammt lange gebraucht. Nämlich erst 1903 gab es überhaupt die erste Gasturbine, die für ihre Peripherie, für Schmierung und so weiter weniger Energie brauchte, als sie selbst aus der Verbrennung gewinnen konnte. Also weniger Kraft brauchte, als sie selbst aus der Verbrennung gewinnen konnte. Und damit war dann erst die Gasturbine quasi entstanden. So, Turbinen lassen wir diesmal weg, das kommt vielleicht auch irgendwann später mal. Das ist doch mal ein komplett anderes. Wir beschäftigen uns ein bisschen mit der Kolbenmaschine. Und auch da, das was wir so kennen, gibt es zwei große Unterschiede erstmal. Den 2- und den 4-Takter.
Jetzt schalten schon manche aus anscheinend. Ich kenne den Unterschied. Ich kenne den Unterschied, sagen die anderen. So, was ist das? Ein GIF. Das ist ein Zweitakter, genau. Die zwei Takte sind relativ einfach im Grunde genommen. Der eine heißt Spülen oder Ladung und Kompression, das ist ein Takt. Und der andere ist Verbrennung. Man kann die leider nicht pausieren. Ich habe nach einem Weg gesucht, wie man die sinnvoll pausieren könnte. Aber wir können, ich kann zeigen, oder? Kann ich zeigen? Ich habe eine Maus. Yay! Yeah! Also, hier unten haben wir ein Einlassventil. Das muss nicht betätigt werden. Das heißt, da ist keinerlei Mechanik nötig oder ähnliches. Und wir haben einen Auslass. Den brauchen wir gar nicht mechanisch betätigen. Da brauchen wir gar kein Ventil oder ähnliches. Denn unser Kolben versperrt den Weg während der Verdichterphase. Und nach der Verbrennung ist der Weg dann offen und es wird wieder gespült. Jetzt ist das Tolle. Wir haben eine sogenannte Zwangsspülung bei diesem Motor, denn wenn das Ventil hier unten zu ist, nachdem das frische Benzingemisch angesaugt wurde, ist die Kammer hier mit einem Ventil verschlossen. Das heißt, sobald der Kolben nach unten wandert, entsteht hier unten ein Überdruck. Sobald die Öffnung sich öffnet, strömt das Gas mit Druck in diese Kammer ein. Man kann sich jetzt einen Trick zunutze machen, indem man diese Kammer, den Kolben hier unten einem größeren Querschnitt und einen größeren Radius verleiht. Das heißt, man verdrängt im unteren Teil in dieser Kammer mehr Luft, als oben frei wird an Raum und kann dann ein sogenanntes Überladen, das heißt Selbstladung, erreichen. Das heißt, die Luft wird reingepresst in den Zylinder. Ja. Dann der kompliziertere Motor. Der kompliziertere Motor, das ist der Viertakter. Der ist erstmal komplizierter, weil er viel mehr Teile hat, wie wir auf den ersten Blick sehen. Das Große, was neu ist, ist die Ventilsteuerung, denn jetzt passiert das Ganze nicht mehr von selbst. Wir müssen das Auslassventil nämlich betätigen. Es gibt jetzt die Zyklen quasi getrennt. Es gibt jetzt einen Verbrennungszyklus, einen Entleerungszyklus und einen Beladungszyklus. Und dazwischen dann die Kompression noch. Ja, hat dazu wer Fragen, beziehungsweise kann das wirklich nicht nachvollziehen? Warum will man das? Ja, genau. Jetzt, wenn wir das haben, warum will man das nicht? Ja, wenn wir es beide sehen, dann können wir das vielleicht sehen. Also erstmal, der Motor ist viel einfacher, keine Frage. Der Motor hat auch viel weniger Teile, das heißt, es kann weniger kaputt gehen. Aber er hat einen großen, großen, großen Nachteil. Wir brauchen diesen Raum hier unterhalb des Kolbens. Und zwar, weil wir da unser Gemisch reinpusten oder reinsaugen, bevor wir es oben in die Kammer, in den Verbrennungsraum drücken. Das heißt, hier unten kann nichts sein. In diesem Motor ist in diesem Bereich hier unten überall Öl. Das führt dazu, dass der Motor geschmiert werden kann und nicht kaputt geht. Hier muss das Öl in der Luft sein, in dem Gas, in dem Gemisch, was wir da reinpusten. Deshalb muss man in Kettensägen, in Rasenmäher üblicherweise nicht, aber in Zweitaktmotoren halt üblicherweise Gemisch einführen, wo das Fett dann im Verbrennungsgas mit enthalten ist. Und es führt auch dazu, dass das nicht besonders sauber verbrennt. Das heißt, dieses Öl verbrennt deutlich schlechter als das Benzin. Es entsteht Ruß, der dann mit im Abgas ist. Und deshalb haben die Motoren deutlich schlechtere Abgaseigenschaften. Sie haben aber gleichzeitig, wie wir auch sehen können, denn pro Kurbelwellenumdrehung haben wir hier eine komplette Verbrennung. Hier brauchen wir zwei Kurbelwellenumdrehungen pro Verbrennung. Das heißt, wir haben eine deutlich höhere Leistungsdichte beim Zweitakter üblicherweise. Deshalb auch in der Kettensäge meist ein Zweitaktmotor. Aber im PKW, wo wir saubere Leistung haben wollen, in Anführungszeichen sauber, der Viertaktmotor. Kann nicht auch passieren, dass jetzt beim Linken bei dieser Neubefüllung unverbrannt ist, mit rausgepustet wird? Ja. Das kann auch passieren, so, definitiv. Teilweise sogar beabsichtigt. Genau. Also das kann man absichtlich machen, um den Motor zusätzlich zu kühlen, denn man kann den Motor auch so fahren, dass das Gemisch, bei Benzinmotoren muss man Wert darauf, oder legt man Wert darauf, dass das Gemisch möglichst den stöchiometrischen Faktor 1 hat. Das heißt, dass von beiden Reaktionspartnern so viel vorhanden ist, dass am Ende komplett die Reaktion abgelaufen ist und keiner der initialen Reaktionspartner mehr übrig ist. Das funktioniert aber nicht vernünftig.
Also das, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, Lambda-Regelung, ob dann Lambda-Sonde und so weiter beim PKW was sagt. Und wenn man viel Leistung aus einem Motor will, dann macht man das Gemisch mager. Das heißt, die Verbrennung läuft schneller ab, weil mehr Oxidationspartner Sauerstoff da ist. Aber das Risiko besteht, dass erstens beim Zweitaktmotor das Risiko weniger Schmiermittel da und zweitens läuft die Verbrennung heißer ab. Und das führt auch wieder dazu, dass der Motor verschleißt. Genau, zu schnell heiß wird. Du, zwei Fragen. Erstens, warum ist da so ein Huckel auf dem Zylinder? Hat das einen Zweck? Und zum Zweiten? Das hat Strömungseffekte, denke ich mal, hauptsächlich für die Beladung. Das gibt's bei modernen Motoren, sind da Grübchen in den Kolben drin und ähnliches. Genau, damit zum Beispiel will man nicht, was ganz ungünstig ist, gerade beim Viertakter wird das, wie gesagt, von unten wird quasi im nach oben laufen auch Öl gegen den Kolben, gegen die Zylinder gespritzt, damit er geschmiert ist. Und legt sich jetzt hier oben Benzin zum Beispiel an dem Zylinder nieder, dann geht dieser Ölfilm kaputt. Das heißt, man will zum Beispiel bei modernen Einspritzmotoren verhindern, dass man Benzin gegen diese Wand gegenspritzt. Weil dann wischt man diesen schönen Ölfilm weg. Und dann bildet man Grübchen. Man möchte auch möglichst in bestimmten Fällen möglichst zentriert eine hohe Konzentration an Benzin haben, die dann langsam verbrennt, um eine langsame Verbrennung zu haben. Das ist bei Dieselmotoren noch interessanter. Ja, gibt verschiedene Gründe, warum man dann verschiedene Designs hat. Warum das jetzt in der Zeichnung ist, die übrigens von Animated Engines kommen, so ist, kann ich nicht sagen. Und die andere Frage ist, hat irgendjemand mal einen Zweitakter gebaut, der zum Druckerzeugen quasi einen toten Zylinder benutzt? Also man könnte sich ja vorstellen, anstatt den Kompression da unten mit dem echten Kolben zu machen, einfach einen zweiten Kolben mit anzutreiben, der halt nur... Das war ja die Idee, was ich vorhin beschrieben habe, dass man quasi, das ist auch der gleiche Kolben, aber der ist unten größer. Ja, das heißt, der Hauptnachteil ist, dass man unten das Schmiermittel mit in den Treibstoff haben muss, damit man die Wände schmiert und pipapo, bla bla. Aber wenn man einen zweiten Kolben antreibt, der quasi nur für... Aber dann verliert man wieder den Vorteil, dass man so viel Platz und Gewicht spart, weil das Ding so schön einfach ist. Wie schmierst du den zweiten Kolben? Den zweiten Kolben schmierst du dann genauso. Das ist nicht unbedingt das Problem. Also hast du dann trotzdem wieder einen Kolben, der zweimal nicht zündet. Der mechanische und Materialaufwand ist dann so groß, dass sich die Maschine wahrscheinlich nicht mehr lohnt. Und du hast dann auch einen Kolben, der kalt ist, und in einem kälteren Kolben kann es auch passieren, dass das Gas wieder kondensiert und solche Dinge gegenüber einem Kolben, der die ganze Zeit zündet und genau. Was sind noch andere Dinge? Jetzt kommt ein totaler Umbruch. Es ist immer noch eine Kolbenmaschine. Aber sie ist völlig anders. Du, eine Frage nochmal zum Zweitakter. Die Achse ganz unten. Ja? Ist da nicht ein Loch im Zylinder dran? Hä? Was? Wo? Wie? War? Wo? Genau das Ding. Das ist die Achse. Das ist kein Loch. Wo ist die festgemacht? Außen im Gehäuse des Motors. Das ist die Antriebsachse. Das ist das Kurbelwellengehäuse. Okay. Das ist also doch ein Loch. Da ist die Kette dran. Nee, warum sollte da ein Loch im Zylinder sein? Der Zylinder ist doch oberhalb. Also die Sache ist jetzt so rein 3D-technisch, kann ich mir vorstellen, dass ich so einen Viertaktmotor aus Einzelteilen zusammenbaue. Ach so, du meinst die Welle, weil die rauskommt, wo du die Kraft dran ist. Ja, da ist ein Loch drin, definitiv. Das kommst du ja nicht an die Kraft dran von dem Motor. Aber da dichtest du es ab. Da musst du dann eine Dichtung hinmachen. Dann ist ein bisschen Lampf und ein bisschen Laserfilm und dann geht das. Okay. Und wenn das undicht wird, dann suppt er halt an der Kurbelwelle raus. Das kann dir aber bei beiden passieren. Bei dem kommt dann Gemisch raus und bei dem kommt Öl raus. Okay. Ah, stimmt, gleiches Problem, ja. Die nächste Kolbenmaschine ist der Wankelmotor. Und das ganze Konzept ist total klasse, theoretisch. Hat auch das Problem, es gibt keine Eigenschmierung. Das heißt, da muss auch eigentlich die Schmierung erfolgen durch das Gemisch. Das kann man aber so weit minimieren, dass man das quasi nicht mehr braucht, indem man sieht hier in der Excenter-Fläche, dass hier ein Bereich existiert, der quasi nicht... der quasi nie vom Gas erreicht wird, und in diesem Bereich kann man die Flächen immer schmieren. Das ist ein bisschen aufwendiger technisch. Traditionell hat man dann einfach tatsächlich auch Zweitaktgemisch da drin gefahren. Das ist aber kein Zweitakter in dem Sinne, denn wir haben alle Zyklen auf einmal im Grunde genommen, beziehungsweise zumindest im H2. Wir haben hier den Ansaugzyklus in diesem Bereich,
des Kolbens. Kompression unten. Des Zylinders. Und hier unten die Kompression in dem Bereich. Hier dann die Verbrennung. Und hier die Entladung, Abgas, wie auch immer. Ja. Der ist auch ein bisschen unsauber, oder? Oder ist das da oben eisenhart getrennt, das aus der Auslass und der Einlass? In diesem Zyklus, also in eigentlich jedem Zyklus sind die immer getrennt voneinander, außer in dieser Übergangsphase. Genau, diese eine kurze Phase. Ja. Da auch da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt zum Beispiel Varianten, wo die Auslässe dann hier seitlich sind und nicht oberhalb der Zylinderlaufwand. Das sind dann die Variationen, die man da geschaffen hat. Der Vorteil des Ganzen auch hier wieder ist, dass der Motor eigentlich super simpel ist und vor allen Dingen auf alles Nicht-Rotierende verzichtet. Es gibt keine Stäbe, keine Pleuel in diesem Fall, die kaputt gehen können. Es gibt keine Laufflächen, die verkanten können oder ähnliches. Das sieht gar schon mal verkanten aus. Naja, das sieht so aus, aber das hier ist ja eine Exzenterfläche in der Mitte. Das heißt, das kann auch nicht verkanten in dem Sinne. Es sei denn, hier springt irgendwie ein Zahn auf dem Zahnrad über. Dann ist der Motor kaputt, klar. Wie viel Zylinder verbaut man normalerweise dann in einem Motor? Bei Motorrädern früher hat man teilweise nur einen verbraucht. Das führt dann aber auch zu einem unruhigen Lauf, in Anführungszeichen. Üblicherweise verbaut man zwei. Also es gibt noch ein Auto, den RX-8. Und das ist eine Zwei-Scheiben-Maschine, also da spricht man ja von Scheiben oder Rotoren, Zwei-Rotor-Maschine. Es gab früher Motorräder mit der Technik, es gab Flugzeug oder es gibt auch immer noch Flugzeugmotoren mit der Technik. Das sind meistens auch aus Zuverlässigkeitsgründen dann Zwei-Rotor-Maschinen. Hm? Trabant nicht, nee. Hat ja auch teilweise mit Wankelmotor gefahren. Echt, es gab Trabants mit Wankelmotor? Ja, ja. Okay, das wusste ich nicht. Wo ist denn bei dem Motor jetzt die Welle? Also das Blaue. Das Blaue, ne? Genau. Das Blaue ist die Welle. Das Schwarze hinten ist starr, das ist fest. Und das hier ist ein Exzenterrad auf der Welle. Und das um diese elliptische Bewegungsbahn hinzukriegen halt. Das Ding ist doch bestimmt erst geschickt zu starten, oder? Nee, wieso? Du musst nur die Kurbelwelle betätigen und dann dreht sich das Ganze von selbst. Nur ganz kurz anschubsen, ja. Praktisch haben sie teilweise das Problem, dass sie gerne absaufen. Und wenn sie halt erst einmal nass sind, dann haben sie Probleme mit dem Neuaufstarten. Genau, ist aber bei jedem Motor ein Risiko. Mit dem ein bisschen schlimmer. Wenn er einmal läuft, musst du halt einmal warm werden lassen. Genau. Und kalt wieder abstellst, ist essig. Aber. Bei den modernen Lösungen ist das unproblematischer, aber früher war das tatsächlich ein bisschen kritisch. Das Problem ist, dass wenn dieses Zahnrad zum Beispiel verschleißt, führt das direkt dazu, dass dieser Kolben nicht mehr auf seiner perfekten elliptischen Bahn läuft und dann an den Zylinderwänden Kontakt kriegt. Das heißt, wenn der Motor neu ist, im Idealfall hast du da wenige Mikrometer Platz am äußeren Rand und der Ölfilm bleibt schön stabil, wenn er durchs Gemisch aufgebaut wird. Oder du kannst dazwischen Spalte lassen, mit Öl gefüllt, die dann selbst den Ölfilm auftragen. Sobald aber hier unten in dem Zahnrad Verschleiß auftritt, führt das dazu, dass auch der Verschleiß auf der Zylinderwand auftritt und das führt dazu, dass der Motor tendenziell sehr anfällig dafür ist, dass wenn dann nach längerer Laufzeit, ja, Kolbenfresser nennt man das, das heißt die Wand und der Kolben verschweißen miteinander, das kann dann auftreten. Das heißt, die Motoren sind nicht sehr... Wie ist das so mit thermischer Verformung? Also wie kriegt man das mit Material im Griff, dass sich das nicht irgendwie ganz ungleichmäßig warm wird und noch verzieht, dieses ganze... Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob das bei der Konstruktion überhaupt große Problematik ist, solange Kolben und Zylindermaterial ähnlich sind. Denn dann dürfte das Ganze nicht wirklich drastisch sein. Das Kolben auf allen Seiten quasi gewärmt wird. Ja, okay, das ist natürlich ein Problem. Du kannst tatsächlich innen kaum kühlen, außer vielleicht auch wieder durch Öl in dem Bereich der Zahnräder, in dem Exzenterbereich. Na gut, aber die Fläche, die Wärme dehnt sich auch aus, ne? Die Wärme dehnt sich auch aus. Jetzt verbreitet sich den gesamten Motor. Ach so, ja. Genau. Wie schnell dreht er so? Das ist halt ein Vorteil, dadurch, dass alle Zyklen gleichzeitig ablaufen und wir ja sehen, dass wir pro Zyklus eine Wellenumdrehung haben. Also pro Verbrennung haben wir auch wieder eine Wellenumdrehung, wie beim Zweitaktmotor. Drehen die Motoren üblicherweise so bis 10.000 Umdrehungen in Pkw-Motoren und auch schneller im Modell oder Motorrad
Oder 15.000. Ja, also im RX-8 ist 10.000 das Standardlimit. Und in der Sportversion nochmal wie 500 Umdrehungen pro Minute mehr oder so. Und der Verbrauch? Das ist ein Nachteil, der Verbrauch ist tendenziell eher hoch. Und deshalb hat sich das Motorkonzept auch in der Praxis nicht durchgesetzt. Die größten Teil der Materialprobleme und so weiter hat man halt heute im Griff, aber der Verbrauch ist halt immer noch kompromisslos hoch. Nicht gleich, aber ich schon. Jetzt gibt's auch noch eine Variante, die aus dem Verlangen nach Leistung entstanden ist. Der Gegenkolbenmotor. Das ist das Konzept, was ursprünglich dazu geführt hat, warum ich diesen Vortrag mache. Das ist total absurd. Im ersten Blick. Das hier ist sozusagen die Krönung des Gegenkolbenmotors. Drei Wellen! Den hat Junkers tatsächlich so gebaut. Es gibt drei Kurbelwellen, es gibt drei Brennkammern und es gibt sechs Kolben, die sich darin bewegen. Deutsche Ingenieure, ne? Ich würde mal sagen, vor dem Wissen machen wir es auch. Aber. Was tat man damit geschickterweise an? Also die Motoren wurden ursprünglich von Deutz und Junkers so konstruiert. Junkers ist dafür relativ bekannt gewesen. Es gab sogar Traktoren mit solchen Motoren eine Zeit lang. Damit wurden Dieselaggregate, also Generatoren und so weiter, für Industrieanlagen betrieben. Und vor allen Dingen am Ende dann des Zweiten Weltkrieges auch Flugzeuge. Also wurde dann auch fürs Militär genutzt, aufgrund der hohen Leistungsdichte, die man erreicht, mit einigen Tricks. Wie man sieht, ist das Ganze ein Zweitaktkonzept. Das heißt, es gibt im Grunde nur Spül-Lade-Kombiniert-Vorgang und den Verbrennungsvorgang, die immer direkt hintereinander ablaufen. Die Idee, ich zeige nochmal einen anderen Motor, der hat zwei Kurbelwellen, aber auch nur zwei Kolben. Das heißt, mit einer Kurbelwelle mehr kann man gleich drei Kolben mehr unterkriegen. Ist nicht überliefert oder so, aber das könnte ein Grund sein, warum dieses Dreieckskonzept tatsächlich entstanden ist. Man kann das hier an diesem Konzept ein bisschen besser erkennen. Das Teil ist ventilgesteuert. Das hier wäre ein schiebergesteuertes Modell. Das heißt, die Kolben selbst sind im Grunde genommen die Ventile. Das führt dazu, dass man zum Beispiel die Steuerzeiten, das heißt die Ventilöffnungszeiten, erstens nicht variieren kann und zweitens die absolut immer gleich sind von der Position, immer von der Position der Kolben abhängig sind. Das heißt, das ist nicht unbedingt optimal, aber für das Modell ist es deutlich besser zu erkennen. Hier kann man das ein bisschen vernünftiger erkennen, die Zyklen, die tatsächlich stattfinden. Und man kann sich jetzt hier vorstellen, dass zum Synchronisieren hier außen eine Kette üblicherweise läuft oder ähnliches, um die zwei Kurbelwellen zu synchronisieren. Ach, dass man die Leistung dann auf eine... Genau, da kann man dann zum Beispiel entweder auf einer der Achsen eine Kurbelwelle oder zentral noch zusätzlich eine Kurbelwelle haben. Man muss ja hier unten die Nocken auch antreiben. Hier ist ein Viertakter, oder? Ja. Das ist ein Viertakter, ja. Ventilgesteuert. Stimmt. Eine Kuriosität des Gegenkolbenmotors, der tendenziell kein Gegenkolbenmotor ist, ist der Verbrennungslinearmotor. Das hat nichts mit dem Elektrolinearmotor in dem Sinne zu tun, obwohl einer enthalten ist, nämlich als Generator in diesem Fall. Was? Dieser Motor ist auch wegen seiner Einfachheit entwickelt worden, von der Idee her. Aber der rappelt doch wie Scheiße, oder? Das lässt sich sehr einfach in den Griff kriegen, das ist eher unproblematisch. Was viel problematischer an dem ganzen Konzept ist, ist auch da wieder, dass er wie ein Zweitakter funktioniert. Ja. Und sehr viel Öl einträgt. Es gibt eine deutsche Firma, die sich seit der Jahrtausendwende im Grunde genommen mit so einem ähnlichen Motorkonzept des mit diesem Motorkonzept beschäftigt, um das umzusetzen. Das hier ist ja ein Viertakter, wie wir gesagt haben. Das heißt, wir brauchen im Grunde genommen in der Luft hier kein Schmiermittel in dem Verbrennungsgas. Das Problem ist aber weiterhin, dass die Laufflächen ja flach sind. Das heißt, wenn ich hier Öl reinspritze, schiebt er das Öl immer wieder nach hinten weg und so weiter. Das heißt, es gerät auch tendenziell mehr Öl in den Verbrennungsraum, was dazu führt, dass die Verbrennung
nicht besonders sauber ist. Deshalb verzichtet man bei dem Motorkonzept, was heute entwickelt wird, komplett auf das Schmiermittelöl und macht die Kolben aus Graphit oder Graphen, was dann selbstschmierend ist. Warum schmiert das sich das selbst? Dazu kenne ich zu wenig. Nanotechnologie. Genau, quasi. quasi Nanotechnologie? Nein, ich weiß nicht. Geschichten lässt sich hier einfach mit Diamant alles machen. Nein, Diamant ist zu empfindlich, er verbrennt zu leicht und oxidiert zu schnell. Graphen hat irgendwie als Kohlenstoff die Eigenschaft, halt nicht zu verbrennen sofort und wenn es fein gemahlen ist, hat es irgendwie niedrige Reibwerte. Es gibt auch Öle damit für Hochtemperatur. Ja. Anwendung und so weiter. Genau, kenne ich mich da nicht aus. Hier, wir haben hier Maschbauer. Wo ist der Maschbauer hin? Das ist dasselbe Prinzip wie bei einem Bleistift. Da unten. Bleistift liegt ja auch so Schichten, die aneinander vorbeigleiten. Und genau mit demselben Prinzip funktioniert das gut. Auch. Der Maschbauer hat schon auch genau, dieses Konzept gibt es in einer anderen Variation heute als Stirling-Motor. Das könnte man auch nochmal dran nehmen, das Thema. Nicht Verbrennungsmotor, Stirling-Motor. Hat den unglaublichen Vorteil, es gibt nur ein einziges bewegliches Teil. Also ein bewegliches Teil, was dann vorhanden ist, das ist sowohl, in diesem Fall ist es ja ein Generator, sowohl Generator als auch Verbrennungsmaschine in einem quasi. Hat, wie schon erwähnt wurde, den Shake-Weight-Effekt leider, wenn er als einzelner Motor läuft. Das heißt, da muss man sich üblicherweise mit einem Ausgleichsgewicht bemühen, dass man das ein bisschen in den Griff kriegt, damit das Teil dann nicht weghüpft. Zweiter Kolben führt dazu, dass du Scherkräfte hast. Aber macht natürlich auch schon mal alles ein bisschen besser, das stimmt. Kann man das so kreisförmig vielleicht machen? So kreisförmig. Also, ja, das ist nicht so, das ist gar nicht, das ist gar nicht so absurd mit dem kreisförmig. Es gibt zumindest Stirling-Maschinen, die so funktionieren. Und das sieht dann total behindert aus, aber es funktioniert. Nur eine Achse mehr, diese vier Konten. Genau. Ah, das funktioniert. Und jetzt noch den letzten Motor, den Sternmotor. Wir haben am Anfang gesagt, wir wollten mehr Leistung. Und mehr Leistung kam immer anscheinend daher, dass man auch die Leistung bei wenig Gewicht haben wollte, um zu fliegen, traditionell. Und die erste oder die frühen Lösungen waren, bei einem Reihenmotor kennen wir das alle, ist unten das Kurbelgehäuse, wo die Kurbelwelle drin sitzt, unglaublich groß, unglaublich schwer. Und das hat man eingesehen, das Problem, und hat deshalb den Sternmotor für Flugzeuge entwickelt, im Großen und Ganzen, hauptsächlich für Flugzeuge. Es gab auch Generatoren dann damit, weil die Motoren halt da waren, gerade in den Kriegszeiten wurden die dann für ziemlich viele Dinge genutzt. Eine Abwandlung des Sternmotors ist der Umlaufmotor. Bei allen Motoren, die wir bisher gesehen haben, bewegen sich die Kurbelwellen und die Kolben stehen im Grunde genommen still. Beim Umlaufmotor ist das genau andersrum. Die Kurbelwelle in der Mitte steht fest und die Zylinder drehen sich um den Motor herum. Ah! Das sind Probleme beim Spritzufuhr und so ein Mist. Nee, wie man bei diesem Motor sieht, ist es ein Zweitakter. Ja, es ist relativ lustig eigentlich. In diesem Bereich hier wird geladen. Das heißt, es kommt Benzin unten, hier drin ist die ganze Zeit Gemisch. Hier wird das Gemisch in den Kolben, in den Zylinder gesogen. Hier wird es komprimiert. Man hat keine Probleme. Und im nächsten Zyklus wird es hier auch wieder verbrannt. Das Ding dreht sich, das wendet sich selbst Luft zu. Und die Abgase gehen nach außen quasi. Die Abgase gehen nach außen weg, genau. Jetzt schmeißt du alles, töte. Ich habe dazu, wir haben nachher noch Videos, ja, es könnte tödlich sein. Wie funktioniert es mit dem Zünden praktisch? Da oben irgendwo Schleifpunkt. So funktioniert es auch die Hauptenergiequelle des Menschen, möchte ich nur kurz sagen. Als Modellbaumotor ist dieses Motorkonzept heute noch relativ populär, aus irgendwelchen Gründen. Ja, da funktioniert es selbst. ATPasen sind Turbinen, die sich drehen. Wie ein Dieselmotor im Grunde genommen, also Selbstzünder. Aber ansonsten sind dann da auch tendenziell Zündkerzen drin. Auch die Steuerung der Ventile ist teilweise sehr abenteuerlich gelöst gewesen und so weiter. Aber es kam halt einfach der Zwang, irgendwie möglichst viel Leistung unterzubringen. Der Sternmotor, der hier abgebildet ist, ist ein Viertakter wieder.
Die Nockenwelle ist im Grunde genommen so ein Ring nur. Das heißt, die Ventile werden darüber betätigt, über die Stößel. Auch da, der Motor ist immer noch verhältnismäßig einfach. Und vor allen Dingen wird all dieses Drumherum nicht komplexer, oder beziehungsweise dieser Kern nicht komplexer, wenn ich mehr Zylinder hinzufüge. Man kriegt doch eine ungerade Zahl hin, ohne dass es irgendwie komisch wird. Mhm. Wie eine ungerade Zahl? Das ist eine ungerade Zahl, das sind 5. Ja, ich meine, es geht auch eine ungerade Zahl, ohne dass es komisch ist. Ja. Bis bei Linearmotoren auch. Genau. Und das geht auch bis, also für die Flugzeugmotoren ging das üblicherweise bis 9. Es gibt Einzelfälle von 12 Zylindern. Es gibt die auch hintereinander versetzt, mit versetzten Zylindern. Der Vorteil war natürlich, man hat üblicherweise Propeller benutzt. Das heißt, wenn der Propeller sich vor dem Motor gedreht hat, hat er auch sehr gut die Kühlung, für Kühlung des Motors gesorgt. Und das war dann weniger Aufwand und auch da führte dann dazu, dass man ordentlich Leistung fahren konnte, weil die Kühlung halt ausreichend war. Da ist es beim Reihenmotor viel, viel aufwendiger, denn die hinteren Zylinder würden ja quasi keine Kühlung mehr abbekommen. Deshalb muss man von der Seite Luft gegenpusten und ähnliches. Das ist bei dem Motor halt viel einfacher gelöst. Das ist jetzt auch sehr gleichmäßig mit dem beim Stern. Also wenn ja, von Massenbewegungen her weiß ich gar nicht, wie das ist bei Sternmotoren, ob da die ungerade Zahl irgendwelche Vorteile hat, wahrscheinlich. Ja, tendenziell versucht man natürlich einen Motor auch möglichst vibrationsarm zu konstruieren. Das kann sein, dass das auch enorme Vorteile da bietet, weiß ich nicht. Ja. Genau. Die Bilder sind von, also diese tollen Bilder in Anführungszeichen, die wir am Anfang gesehen haben, die GIFs, sind von Animated Engines. Und ich zeig das jetzt mal. Das ist jetzt natürlich super toll. Ha! Achso. Ja, sagen wir mal, natürlich Reihe. Ja, ne? Das ist passiert übrigens, wenn Gnome es irgendwie nicht schafft, den Desktop-Hintergrund zu laden. Ja, ne? Das ist dann irgendwie auch gerade, wenn man mal einen Monitor zusätzlich anschließt. Ja, genau das. Ihr könnt Fullscreen. So. Never allow Chrome to go Fullscreen. Also, wir haben den Vierzylinder gesehen. Es gibt auch so kuriose Viertakter zum Beispiel. Das ist der Atkinson-Zyklus. Der hat. Ja! Das Ganze hat ein einziges Ziel. Ich weiß nicht, wir können da draußen ein kleines Quiz machen. Was ist bei diesem Motor anders als bei einem normalen Kolbenmotor? Das eine Ding macht